So, da sind noch mehr Spuren. Ja, es hieß ja, die sind in den Fluss gesprungen. So scheint es auch. Gut, wir springen natürlich nicht hinterher. Ja, sondern wir gehen wieder hier runter. Ich sagte, wir gehen hier runter. Wo ist mein Viech eigentlich hin? Seid gegrüßt. Habt ihr diese Karten gefunden? Dann hätte ich wieder Hoffnung. Sind das die Karten, nach denen ihr sucht? Diese Karten gehören in Wirklichkeit der Schnaja. Von allem die Kobolde, die uns genommen haben, wollen wir nur diese Karten zurück. Ich bin sicher, der Schnaja wäre sehr dankbar, sie zurückzubekommen. Ich frage mich, ob hier eine Belohnung zu holen gibt. Was meint ihr? Hier, das ist der Schlüssel zu dem Wagen. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr eine kostbare Lesung von ihr. So. Ich hatte eigentlich eine Belohnung erwartet. Nun, redet mit ihr darüber. Es sind ihre Karten. Ich an eurer Stelle würde um eine Lesung bitten. Ach, ich werde zu ihr gehen. Tut das. Und danke nochmal für... Vielleicht seid ihr großen Leuten ja wirklich nicht ganz so schrecklich. Oh Gott, was war denn mit der Kamera los? So. Der Dachs wieder. Es ist mir eine Freude, mit euch zu sprechen. Ja, was ist das? Warum will sich jemand vom Volk der Großen in der Schneiers kleinen Wagen zwängen? Klein. Ich habe eure Karten. Hier sind sie. Oh, ihr habt sie. Ihr habt sie, stimmt's? Ich hätte wissen müssen, wer ihr seid. Nun gut, es ist vorbei. Ihr seid also eine echte Wahrsagerin oder eine Betrügerin? Denn Betrug würde mich sehr enttäuschen. Egal, was ich sage, meine Zwergin, ihr werdet sowieso eure eigene Entscheidung treffen. Ach, das sagen sie alle. Ich hasse das. Und jetzt wollt ihr eine Belohnung, stimmt's? Was darf es sein? Was wünscht sich der Mensch? Scheiße. Oh, es ist so abgrundtief scheiße, böse zu spielen. Etwas von Wert. Rafft irgendetwas zusammen, wo der letzte Stündlein hat geschlagen, alte Frau. Ah ja, da Schneier tatsächlich ein paar Münzen. Kein Vermögen und zweifellos weniger als ein geringer Mann, wie ihr gerne hättet. Informationen sind weit wertvoller. Informationen über eure Zukunft etwa. Würdet ihr das nicht dagegen eintauschen wollen? Ja, von mir aus. Aber macht es richtig. Ah, gut, gut. Erlaubt der Schneier, euch ein wenig vorzubereiten. Sicher ein wenig schon. Mein lieber Junge. Dann werden wir sehen, was die Zukunft verspricht. Uiuiui. Ist das interessant. Der Schneier sieht eine lange Straße vor euch. Eine Straße voller Gefahren. Etwas Wertvolles wurde gestohlen und ihr seid auf der Suche danach. Es liegt in den Händen von jemandem, der sich in einem Dorf vom Osten versteckt. Aber er kommt nicht aus diesem Dorf. Verängstigt ist er. Verängstigt und schwach. Er wird euch um Hilfe bitten, mein lieber Junge. Ihr dürft sie ihm nicht verwehren. Wollt ihr das Gestohlene zurückbringen? Und ihr müsst es zurückbringen. Es ist überaus gefährlich, mehr als alles andere, was genommen wurde. Es darf nicht in ihre Hände fallen. Wessen Hände? Ich weiß es nicht. Ich vermag das Gesicht desjenigen, der es sucht, wonach es ihr sucht, nicht zu verkennen. Und ich weiß nicht, warum die Zukunft ist verschlossen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer vielleicht, wenn ihr findet, wonach ihr sucht, ist das erst der Anfang. Seid vorsichtig. Seid sehr vorsichtig.
Das war alles? Für diesen Müll soll ich euch die Kehle aufschlitzen? Achtet auf meine Worte oder lasst es sein. Das geht mich nichts an. Ihr habt das Wissen erhalten. Macht damit, was ihr wollt. Jetzt bin ich müde. Ihr habt meinen aufrichtigen Dank und jetzt sind wir quitt. Der Schneier würde gern zu Bett gehen und ihr habt ein Abenteuer vor euch. Ich hoffe, die Zukunft ist euch gewogen. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich böse bin. So. Kein Punkt böse allen. Schlecht. Na gut, wir sind hier fertig. Zaran. Seid gegrüßt. Ein schlimmer Wind weht an diesem schlimmen Tag. Und diese elenden Kälte scheint auch nie besser zu werden. Wie kann in dermaßen unwirklicher Gegend so etwas wie Zivilisation überhaupt existieren? Was euch nicht gefällt, halt euch die Klappe und haut ab. Ich wünschte mir, es wäre so einfach. Ich würde nichts lieber tun, als nach Hause, nach Etlabar zurückzukehren, wo die Temperaturen gemäßiger sind und die Rastzeiten eine vernünftige Länge haben. Aber man verweigert keinen Befehl von Tarchontmidler Flass. Zumindest nicht, wenn man am Leben hängt. Nun, eurem ungehobelten Benehmen nach zu urteilen, könnt ihr eigentlich nur einer von Drogons Zögling sein. Ich schätze, ihr seid Mike der Hexenmeister. Wen nennt ihr hier ungehobelt? Die Person, die zu einem Fremden sagt, er solle die Klappe halten und ab. Nur weil er eine Bemerkung über das Wetter gemacht hat. Zugegebenermaßen ist das eine entschiedene nettere Antwort als die, die ihr in meiner Heimat bekommen hättet. Nun, die meisten meiner Kollegen wären bestimmt viel freundlicher zu euch gewesen, bevor sie euch mit einem Feuerball aufgewärmt hätten. Woher wusstet ihr, wer ich bin? Ich habe eine Unterhaltung im Rathaus mit angehört, bei der ihr ziemlich genau beschrieben wurdet. Offenbar vermuten einige Leute, ihr wäret Drogons würdiger Erbe als Abenteurer. Ich dachte mir, es wäre vielleicht der Mühe wert, meinen Blick auf euch zu werfen, bevor ich die Stadt verlasse. Vielleicht können wir uns über etwas unterhalten, was uns beide nützen würde. Was soll das heißen? Ich heiße Zarin und ich bin ein Magier aus Tay. Und ehrlich gesagt, wenn ihr bei diesen Eigengeständnissen nicht gleich aus dem Absatz kehrt macht und abhaut, haben wir das Schwierigste schon mal gut hingekriegt. Ein roter Magier in Hügelspitze? Verschwinde, bevor ich euch zerschmettere. Das ist genau die Einstellung, die anzutreffen, ich befürchtet habe. Besonders in einem so kleinen, unbedeutenden Dorf wie diesem. Und trotzdem bin ich hergekommen. Warum ignorieren mich manche Leute Warum ignorieren manche Leute ihren eigenen Vorteil nur, um stattdessen an ihren Vorurteilen festhalten zu können? Nein, versucht es erst gar nicht, das zu beantworten. Schade, dass wir uns nicht einig werden konnten. Ach, und was soll das heißen? Euer Bürgermeister versteht die langfristige Perspektive nicht und verbietet mir, eine Enklave in Hügelspitze zu errichten. Unser Ziel war es, unsere Ewigkeit in den Silbermarken unter Beweis zu stellen und dann zu expandieren, wenn man uns vertraut. Ja, ich wusste schon immer, dieses Vertrauen ein... Verraunt? Was ist das für ein Name? Ich wusste schon immer, dass Verraunt ein Trottel ist. Dies könnte Hügelspitze helfen, zu einem bedeutenden Handelszentrum zu werden. Eure Freundin hat einen flinken Verstand, wie ich sehe. Genau das habe ich auch dem Bürgermeister erklärt. Als Drogans Lehrling respektieren die Leute euch. Ich hatte gehofft, ihr würdet versuchen, den Bürgermeister zu überzeugen, dass meine Anwesenheit hier nur von Vorteil sein könnte. Und wie viel ist das euch wert? Ich kann euch 100 Goldmünzen anbieten. In so kleinem Kaff wie diesem hier reicht das doch wahrscheinlich, um sich einen Bauernhof mitsamt den Bauern zu kaufen. Das reicht nicht. Mehr kann ich mir aber nicht leisten. Wenn ihr es nicht tun wollt, gehe ich einfach weiter zum nächsten Dorf und dann zum übernächsten, bis ich jemanden finde, der vernünftig genug ist.
Ich weiß ja, das Wetter hier oben saukalt, aber es muss doch jemanden geben, dem der Verstand noch nicht völlig eingefroren ist. Ja, ich werde sehen, was ich tun kann. Mehr verlange ich auch gar nicht. Danke, dass ihr einem Fremden einen solchen Gefallen tut. Ihr werdet reich belohnt. Ja, 100 Goldmünzen ist aber nicht reich. Wie wär's mit Gold als Vorschuss? Es ist immer nützlich, eine gute Beziehung zu jemandem aufzubauen, mit dem man handeln will. Und ich habe gelernt, dass Gold in diesem Prozess beschleunigt. Hier habt ihr 10 Goldmünzen. Wenn ihr eure Sache gut macht, wäre ich sogar bereit zu vergessen, dass ihr schon einen Vorschuss bekommen habt. Sehr gut, wer mehr. Viel Glück, mein junger Freund. Gespräch beenden. So. Also müssen wir wieder zurück. Dann gehen wir wieder zurück und sprechen mal mit einem Bürgermeister. Speichern geht schön schnell. Der vermisste Veront Weberschütz. Ich glaube, ich spreche mal erstmal mit Hania, ne? Der drin. Ah, hallo. Sir, bitte trink keinen Wein mehr, sonst wird euch noch schlecht. Blödsinn, mir geht's schon prima. Ich bin fit wie ein Ochse. Schon ein bisschen Wein hat noch nie Das war jetzt weniger gut. Das ist zutiefst abstoßend, Sir. Tut mir leid, Mike, aber ich habe nicht viel Zeit. Kann ich etwas für euch tun? Ich habe einen Mann namens Zarin getroffen. Ach ja, auch eins von meinen kleinen Problemchen, aber wenigstens ein leicht lösbares. Ich habe ihn einfach rausgeworfen. Was hat euch diese rote Magier denn erzählt? Es war dumm von euch, ihn wegzuschicken. Dumm? Ich? Wie könnt ihr euch ein Urteil über Entscheidungen anmaßen, die ich zum Wohle unserer Gemeinschaft hier treffe? Ich nehme an, ihr würdet euch an eure Horde Orks erlauben, hier drin zu lagern, wenn ihr dabei nur genug Profit wittern würdet. Der Roten Magier von Tay sind der übelste Haufen von Mischkern, den ich kenne. Niemand werde zulöschen, dass sich einer hier bereit macht. Nee, im Leben. Sie haben einen schlechten Ruf, aber dieser eröffnet einige interessante Möglichkeiten. Das Dorf könnte die zusätzliche Steuernahme gut gebrauchen. Ihr habt doch mit ihm geredet. Warum findet ihr, ich sollte ihm seine Klave hier erlauben? Wenn ihr dem Magier nicht erlaubt zu bleiben, könnt ihr dem Bürgermeister vielleicht leicht etwas zustoßen. Wie könnt ihr es wagen, einen alten, aber lieben Mann wie Veront zu bedrohen? Ihr solltet euch schämen. Drogon wird von dieser Sache hören, vergiftet oder nicht. Das ist mir egal. Jetzt hört mal zu, Hanja. Entweder ihr erlaubt Zarin zu bleiben oder Veront stirbt. Puh. Okay, ich lade, das hat nicht geklappt. Schöne Überreaktion. Ah, hallo. Bis jetzt hat er das komplette Dialog zerschleudert. Upp. Ich finde, ihr solltet ihm erlauben zu bleiben. Zarin will unser Dorf doch nur Wohlstand bringen. Ah. Er macht einen großen Fehler. Mein Überreden kann doch nicht so schlecht sein, oder? Ah, hallo. Die Leute kippen immer um. Dann hofft ihr, ihr würdet euch seine Vorschlag nochmal überdenken. Ihr habt doch mit den Geräten, bla bla bla. Dann sag ich mal, Hügelspitze ließe sich besser verteidigen gegen sowas wie diese Kobolde, wenn die roten Magier hier wären. Scheiße, Misserfolg. Ja. Ihr macht einen großen Fehler.
Vielleicht, aber ihn hier bleiben zu lassen, wäre ein noch größerer Fehler. Glaubt es einfach. Shit. Gut, wir können ihm leider nicht helfen, dann muss der rote Magier wohl verschwinden.